Mir etwas über Litere. Litere ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Aidale. Oder besser gesagt, aus dem gleichen Eis. Aidale war eine schwierige Frau. Und auch das ist eine nette Umschreibung. Sie ist eine gebieterische Frau, aber sie arbeitet hart. Ich glaube, sie wäre gern die hohe Priesterin. Das wird sie jetzt wahrscheinlich auch. Erzählt mir etwas über euch. Ich bin Wachmann. Aber wie kommt ihr hierher? Ich war Begleiter eines Botschafters der Utraner. Erkennt man an deiner Rüstung. Ich kam hierher, als die Frostmarschen noch offen waren. Ich war gebannt von den Elfen, ihrem Wissen und ihrer Ergebenheit. Mein Herr erlaubte mir zu bleiben und schließlich willigten auch die Elfen ein. Seither diene ich bei den Wachen unter Aelins Befehl. Sie schätzen meine Dienste, weil ich schwere Rüstungen tragen kann. Und diese gepanzerten Fäuste haben schon manches Eisen aus dem Feuer geholt, das ihnen zu heiß war. Ist das jetzt eine Umschreibung für irgendeine sexuelle Praktik? Ich glaube nicht. Wen haltet ihr für die Schuldige? Ich würde Litere verdächtigen. Sie wollte schon immer hohe Priesterin werden. Und Baeta würde so etwas nie tun. Danke. Vielleicht komme ich später zurück. Das hilft mir alles nicht. Auch diese Geschichte passt mit den anderen im Grunde überein. Auf dem Boden liegt der reglose Körper von Aidale, der hohen Priesterin. Sie scheint die Felswand hinabgestürzt zu sein. Ihre Priesterrobe ist zerrissen und aus einigen kleinen, regelmäßigen Schnittwunden rund um den Hals floss Blut, das nun zu Eis gefroren ist. Schnittwunden. Schnittwunden, ja. Ich glaube, das macht die Sache klar. Das müsste die Sache sogar ziemlich klar machen. Denn schaut mal, was der bei sich trägt. Ein Schwert. Litera hat einen Stab. Und Baeta auch. Ja. Das heißt, entweder war Fenair der Mörder oder jemand Fremdes, den wir nicht in Betracht gezogen haben. Und ich bin übrigens ein Depp. Denn ich hätte das Heldenmonument aktivieren können. Och. Da merkt man die Müdigkeit. Drogen. Koffein. Intravenös. Nein. So weit ist es dann doch noch nicht mit mir gekommen. Mach dich auf, Blondie. Mach dich auf. Wir wollen diesen Fall so schnell es geht abklären. Denn wenn nicht bald etwas Spannendes passiert, dann penne ich hier ein. Vor laufender Kamera. Und ich werde es hochladen, das kann ich euch versprechen. Das Video wird dann zwar 8 Stunden lang, weil ich ja schlafe, aber... Habt ihr herausgefunden, wer Aidale ermordet hat? Wahrscheinlich warst du es am Ende noch. Ich bin hier, um euch Fragen zu stellen. Fragt, was ihr wissen wollt. Ja. Das hilft mir nicht. Habt ihr heraus... Ich glaube, ich habe die Wahrheit erkannt. Lasst hören! Ich denke, es war die Beta-Stürze, es ist anders, als ihr denkt. Darüber habe ich noch keine ausreichende Erkenntnis. Ich sag mal 3. Es ist anders, als ihr denkt. Sprecht, was habt ihr herausgefunden? Es war tatsächlich, es war die Wache Fenair. Es war ein Unfall. Warum sollte es ein Unfall gewesen sein? Warum sollte es Fenair gewesen sein? Ich meine... Ich sag, es war Fenair. Es war die Wache Fenair. Fenair? Diese treue Seele? Er soll sie ermordet haben? Nun, vielleicht doch nicht. Vielleicht nicht. Lasst hören.
Was ist das für ein Scheiß? Ja, das hat er. Wie kommt ihr darauf? Ihr wart es, die mir berichtet hat, dass Fenner ihr ein Auge auf Baeta geworfen hat. Richtig. Aldales Umgang mit Baeta hat ihn wohl mehr in Zorn versetzt, als er zugeben will. Aber er kann es nicht verbergen. Er kam wohl früher von seinem Spürgang zurück als erwartet. Und als er Aldale zur Rede stellte, gerieten sie in Streit. Das vermutet ihr doch nur. Zum Teil, wir werden es nie erfahren. Aber wir wissen, dass niemand einen Schrei vernommen hat. Aldale muss schweigend hinabgestürzt sein. Richtig. Das ist sie, weil Fenner ihr sie im Zorn erwürgt hat. Wenn ihr Aidales Leiche untersucht, werdet ihr am Hals mehrere Schnittwunden finden. Richtig. Wunden, die von Panzerhandschuhen stammen könnten. Wie zum Beispiel denen von Fenair. Und er ist der Einzige, der solche Handschuhe trägt. Ihr habt recht. Ich habe die Male bemerkt, aber nicht an Fenairs Handschuhe gedacht. Dieser arme Narr. Er hat ein gutes Herz, aber er ist doch nur ein Mensch. Tja, Fenair. Das war's dann wohl. Du bist der Mörder. Zumindest habe ich so entschieden. Ich glaube, man kann auch die anderen beschuldigen. Ich weiß nicht, ob man dann zu so einer logischen Schlussfolgerung kommt, wie es bei Fenair der Fall ist. Weil ich, glaube ich, immer Fenair genommen habe. Die anderen, weiß nicht, irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Und im Grunde, ich glaube, es gibt gar keine Belohnung oder sowas. Ich glaube, es unterscheidet sich einfach nur, ja, es unterscheidet sich gar nicht. Man wird wohl die gleiche Anzahl an Erfahrungen bekommen und auch, selbst wenn es eine Belohnung gäbe, die wäre wahrscheinlich sowieso die gleiche. Oh, wie viele Schwerter ich davon habe. Oh Gott. Bin ich eine Sammelstelle für Kacke oder was? Sehe ich aus wie eine Toilette. Ich hoffe doch nicht. Oder ist mein Teint wieder etwas bräunlich? So. Mit dem Heldenmonument sollte es uns möglich sein, Trolle zu töten. Müssen wir allerdings gar nicht. Zumindest eigentlich nicht. Denn es gäbe noch eine andere Möglichkeit allerdings. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Entschuldigung. Ich habe euch ja vorgewarnt. Oh, hey, wer bist du denn? Du siehst cool aus. Wow. Schüttel das Ding. Schüttel das Ding. Schüttel das Ding. Schüttel dein Speck. Du siehst auch cool aus. Oh nein, das war die mit dem Cape. Da muss ich vorsichtig sein. Ach, nicht, dass mich der Wind irgendwo hinaustreibt. Da haben wir den Eisernen. Und er ist wirklich original wie ein eiserner Soldat aus The Order of Dawn. So, da haben wir Finistra, die tatsächlich göttliche Heilung kann. Und Todesschlag. Genau wie Blondie, nur eine höhere Stufe scheinbar. Ja. Stehe bereit. Zu euren Diensten. Mein Leben für euch. Oh, der Todesschlag 7. Mir nach. So, jetzt nehme ich meine Truppe und werde den Dunkelelfen Zanza besiegen. Auf, dass sie mir bei den Weg in die Schatten, in die Schattengrenze, heißt das, glaube ich, helfen werden. Denn das Tor muss offen sein. Bei Spellforce ist das irgendwie so ein Phänomen. Man spielt und spielt und spielt und die Zeit vergeht schneller. Apropos Zeit vergeht schneller und es ist sowieso, es ist einfach unfair. Warum ist Feierabend, Wochenende und Urlaub immer so kurz? Ich meine, die Woche vergeht so quälend langsam und dann hat man mal ein bisschen Zeit und dann pennt man die ganze Zeit, weil man müde ist. Das ist auch so eine Sache. Ich meine, staut sich die Müdigkeit, die Erschöpfung irgendwie bis zum Wochenende auf und explodiert sie dann in einer Wolke der Schläfrigkeit oder was ist da los? Ich meine,
Das ist doch einfach scheiße. Ich kann doch nicht Freitagabends hier sitzen und einpennen. Vorwärts. Das ist genauso, Jungs, ihr werdet das sicher kennen. Man lernt ein Mädchen kennen, ist hübsch, nett, alles super, wunderbar. Und los. Dann geht's langsam zur Sache, man liegt so im Bett, fummelt ein bisschen rum und dann hat sie auf einmal einen Penis. Das ist genauso scheiße. Ich meine, warum? Was soll das? Was macht man da? Soll man den Arzt anrufen? 125 Schaden, oh mein Gott. Soll man den Arzt anrufen oder was macht man da? Gibt's da was von Ratiofarm? Ich glaube nicht. Runenkrieger, zu mir! Feindlicher Angriff! Für das Licht! Ich klopp euch auseinander, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist hier so unglaublich stark? Feindlicher Angriff! Wer immer es war, der Großteil von euch ist tot. Die produziere ich nach, die schicke ich mal hier hin. Ich habe nämlich noch was anderes vor. Folgt mir. So, was habt ihr für mich? Zauber, Vergiftung heilen.